Alles klar. Hallo Leute, es geht hier weiter mit Far Cry 5 und ich glaube, wir werden gejagt. Ein Anfangsteam ist auf dem Weg. Heißt, wir werden wieder so oder so jetzt getötet. Oder oben würde ich mal gerne. Was drauf. Ja. Ah, okay. Der ist ja automatisch in der Betäubung. Aber wir haben noch die Zeitschrift noch schnell genommen. Was mit Angeln, aber ja, ja. Das ist nicht so dramatisch. Boah, krasse Festung. Oh nein. Das ist jetzt hier Jake im Kopf. Ich deucht. Wir wollen, dass ihr stark seid. Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde hier, Schwätzer. Jesus. Küssen sich jetzt gerade. Guck, hast du gesehen? Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Hm? Aber du wirst nicht als einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse. Weil mein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Mhm. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Eine Niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Asynchroner Typ. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Was? Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Das eigenes Kind. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Jo, er hat sein Gesicht. Ja. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Alter, das ist ein psychischer Typ. Und dann nichts mehr. Alter. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Gut gemacht. Psycho. Was? Hallo? Oh.
Ach nee, nicht schon wieder. Du bist kein Held. Kein. Großartig. Dünn die Herde aus. Hey. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen. Alter, das ist so eine Scheiße. Warum machen wir es denn nochmal? Haben wir schon überhaupt da Lust? Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen! Das ist nur einer. Tot gemacht. Einschätzen würde ich das nicht. Bringe dein Opfer! Klar, ich. Der trifft. Du trifft mich ab, ich den nicht. So ein bisschen. Ja, opfere die Schwachen. Hä? Und jetzt? Mach weiter. Hier. Stimmt ja. Bringe dein Opfer! Achte auf deine Zeit. Bringe dein Opfer! Gut. Shit, Alter. Nicht übel. Ja, du Arsch. Schnauze. Hä? Der hat kein Gesicht. Perfekt. Der hat kein Gesicht gehabt. Verstehe ich Scheiß nicht. Sind wir irgendwie irgendwo ausgesetzt? Keine Ahnung. Voll creepy, ey. Du musst stark sein. Mhm. Psycho. Was ist mir denn jetzt? Bergkonvoi? Naja, muss nicht sein. Hm. Was haben wir denn hier in der Nähe? Geschenk der Natur? Nicht Dings. Deputy, hier ist Eli. Wollte mich nur melden. Du wurdest schon eine Weile nicht gesehen. Die Whitetails könnten hier draußen echt deine Hilfe brauchen. Sieh mal bei Gelegenheit bei der Wolfstein vorbei. Wir haben eine Menge Arbeit. Verarsch mich.
Der verarscht mich doch. Was ich nicht getroffen hätte. Da! Da unten! Ich hänge mich mal hoch. Ich hasse diese Konvois, ey. Ach so. Wie sind wir? Achso, er ist das. Oder sie. Gerade erschrocken. Was ist das? Die Hallo, die sind schon längst weg. Ich verstehe es nicht. Ich muss mit dem Hubschrauber dahin fliegen. Aber dann hole ich mal einen. Ah, denn. Hier, ne? Helipad. Helipad. Da war noch ein Auftrag, den können wir auch mal holen. Storymäßig finde ich das ein bisschen komisch, wa? Mach dies, mach das, mach dies, mach das. Weißt du, wie ich das meine? Irgendwie ist es so komisch. Ich hab schon von dir gehört. Hey, Mister. Ganz einfach. Ich war nicht sicher, ob du wiederkommst. Aber du steckst voller Überraschungen. Diese Patientin war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich. Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigem Ziel. Das soll ihm die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden, wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff. Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Wie klingt das? Und jetzt gibt es den zweiten Verfassungszusatz. Ganz vergessen. So gut wie nichts kann einen Tag wie diesen ruinieren. Deutsch hat dieses Seeds schon eine Meile gegen den Wind gewittert. Wie läuft's? Er wollte uns... Cool. Diese Schätzchen gehen sofort auf Sendung. Wenn du noch mehr findest, kommen die auch auf die Playlist. So. Ah ja, stimmt. Das war ja das. Sammelquest. Ein Schalldämpfer wäre gut für die Ordnung. Oh, mir ist ein Hubschrauber. Mach ihn platt. Man, da hinten sollte noch mehr gesichert werden, finde ich. Es war gut Angriff, lustig, aber zieht kaum was. Aber hat nicht so die Verteidigung, weißt du? Ein Schuss und bist tot.
ist im Visier. Hilft Bo, ein paar seltene und schwer zu öffnete Objekte zu finden. Ah, nee. Immer dieses Finden und Suchen. George Wilson. Mal mit dem. Mal rein. Der ist ja hier. Wie weit können die bitte treffen, Alter? Oh, Scheiße. War ja versehen. Homeplate rausgeschmissen. Zu schade, dass seine Plate-Disziplin scheiße war. Ha, niemand kannte sich damals so gut mit erweiterten Statistiken aus wie ich. Ich habe die Zukunft des Sports gesehen. Ich bin George. Ich behalte für Eli die Straßen im Auge. Sag ihm, was die Peggys vorhaben. Früher war hier alles voller lachender, ballspielender Kinder. Hab ich ihnen beigebracht. Hab in der Minor League gespielt. War Shortstop für die Hope County Cougars. Aber das ist lange her, lange vor diesem verdammten Krieg. Ich habe meine alten Karten durchgesehen. Diese Sektentypen haben unser ganzes Team getötet. Hätte schwören können, dass ich noch das Set aus meinen aktiven Tagen habe. Oh nee, bitte nicht. Sammelstücke. Ich sehe, du hast schon ein paar, aber ich brauche wirklich das ganze Set. Komm wieder, wenn du alle hast. Wäre gut, die Leute an die gute alte Zeit zu erinnern. Überall gibt's die gleiche Scheiße. Sammel die, sammel das, mach die, sammel das, sammel das, sammel das, Alter. 2 von 9 Baseballkarten. Echt Junge, ey. Irgendwann ist das auch mal gut, oder? Hagnar, der Schreckliche. Ja, angeln hab ich jetzt auch irgendwie keinen Bock. Falsche Götzen, zerstör ihn den Skate. Das ist okay, sammeln den zweiten Satz Plattenkiste. Weil das steht in der Kilometeranzahl, ne? Aber hier das mal. Räumungsbefehl. Ne, es wird hier nicht geschlafen. Peaches. Hier sind anscheinend auch Baseballkarten, hab ich keinen Bock. Na, wen haben wir denn da? Hey. Nein. Oh, fuck it. Ach ja, stimmt, wir hatten die Kluft von dem an. Geil. Da kommt Cheese. So creepy. Hat er sich gerade selbst gesehen, sozusagen. Irgendwie creepy. Jetzt! Das ist die Brücke.
kann man denn? Mal. Ey Junge, was gibt's? Oh. Konflikt, was ist denn der Konflikt? Gott, hast du gesehen, was sie in der Lodge mit diesen armen Wölfen anstellen? Ich ja, bevor sie mich verjagt haben. Du musst hin und sie endlich aufhalten, bevor sie noch mehr Judges auf die Welt loslassen. Ich zieh mich zurück! Ja, aber wir gehen erstmal zu früh da ein Hauptquest, die wir immer machen. Wenn ich auch guiden werde, andauernd. So, wie soll die... Oh. Soll doch immer die Karte sein. Ja, alle sind nur am Baseball spielen, ja. Och ne, da kommen wieder welche. Keine Ahnung, wie die jetzt auf einmal herkommen. So, markieren wir mal. Oder hier und da. Da, Räumungsbefehl. Das kann man auch noch machen. Ist in der Nähe, okay. Warte mal, machen wir das mal. Ich hole mein Kollegen. Einfach mal. Wir waren besser. Guck mal, ihn haben wir noch gar nicht. Du Hörg. Ist denn der? Rock. Rock, Rock. Da. Hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Wie nehmen wir denn? Mal die mal. Ich lande, du sollst kämpfen. Boah, die Eis ist doof, ey. Die Verstärkung müsste jeden Moment da sein. Shit. Eine Bombe werfen.
da treffen. Oh nein, Schätzchen. Was, oh nein. Sieht da oben da. Alter, So, das schickt man jetzt aus. Ein bisschen ins Wasser. Damit es verseucht wird. Hey. Da oben ist noch was wir holen könnten. Deputy, ich kann dir eins sagen. Einige von den Whitetails, naja, einige von denen waren sich nicht so sicher, ob wir dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst ihnen neue Hoffnung. Darauf mussten sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Was ist das hier? Was ist das hier, ey? Guck mal, was ist los hier? Mandale! Was ist noch? Schlossknocken, kacken, knacken, ankacken. Ich muss auch gleich mal aufhören. Ja, toll. Diesen Fischenheft.
Was will ich mit Fischerhäften? Sonst habe ich wohl keinen Hubschrauber mehr. Mann, der ist mal so schnell kaputt. Alles gut, alles gut. Alles gut, beruhigtig. Beruhigtig. Dabei, dabei. Wird geschossen, hä? Geile Waffe, ey. Was ist das für ein Dreck? Die ganzen Leichen sind despawned. Toll, ne? Boah, ein Mörser. Haben wir hier noch was? Nope. Okay. Ein bisschen. Was haben die? Komische Leute.